Ja, guten Tag, Herr Berg, Herr Grote. Schön, dass Sie sich wieder eingefunden haben zu einem neuerlichen Video zum Thema Das BWMK agiert in der Corona-Krise. Wir haben folgende Situation. Die Corona-Lage hat sich zum Winter hin wieder zugespitzt. Worauf kommt es jetzt in der BWMK-Gruppe besonders an? Ja, zunächst einmal gilt es, sich bei allen erstmal zu bedanken, dass wir so weit gekommen sind, wie wir jetzt sind. Wir haben es geschafft, dass wir mit unseren entsprechenden Fachkräften die Boosterimpfungen organisiert haben. Die laufen jetzt an und das bekommen wir jetzt auch gut geregelt, dass die Menschen zu ihrer dritten Impfung kommen. Das werden wir bis Anfang nächsten Jahres abgeschlossen haben in all unseren Einrichtungen. In vielen Wohnbereichen ist das schon geschehen. Jetzt kommen die Werkstätten dran. Und es kommt jetzt darauf an, dass wir natürlich die Energie wieder aufbringen, die wir vor einem Jahr hatten, wie wir diese erste oder die zweite oder dritte Welle, wie immer man das zählen will, geschafft haben, dass wir jetzt wieder uns darauf besinnen, was hat uns geholfen in der Pandemie, in der Bewältigung. Das ist einmal diese Nutzung aller Möglichkeiten, die wir aufgezeigt haben, ob das die Hygienemöglichkeiten sind, ob das die Masken tragen sind, diese Abstandsregelung und so weiter. Das ist das, was uns sicher helfen wird und was jetzt dazukommen wird und wo wir, glaube ich, großen Wert legen müssen, dass wir jetzt wieder testen, dass wir wieder regelmäßig testen, dass wir auch viele testen, bis hin, dass wir es schaffen, dass wir alle Menschen testen können und dass wir es schaffen, dass wir über diese Testungen möglich infizierten Leuten früh identifizieren können und dass wir dadurch größere Ausbrüche vermeiden können. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, neben allen Hygiene- und Abstandsregeln, dass wir, glaube ich, wichtig ist, dass wir jetzt wieder diesen Testbetrieb wieder anfahren, dass die Vorgesetzten, dass die Verantwortlichen es schaffen, wieder eine Struktur zu schaffen. Das werden wir jetzt nicht heute Morgen schaffen, aber ich hoffe, dass das ab nächste Woche in einer guten Form vorgehen wird. Wir haben gesprochen, dass wir versuchen wollen, auch diese Selbsttests zu haben für die Menschen, die nicht in der größeren Gruppe arbeiten und so weiter. Und dass wir eigentlich diese Eigenverantwortung wieder wahrnehmen, die wir in der Vergangenheit hatten, über die Testungen uns sicher zu fühlen, dass wir keinen Virus in uns tragen. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Grote. An Sie die Frage, wie können denn die Menschen motiviert werden, Schutzmaßnahmen wieder stärker zu ergreifen und die hochzuhalten? Und welche Schutzmaßnahmen sind das? Ja, ich glaube, motivieren müssen wir in der derzeitigen Lage gar nicht wirklich. Die Kollegen erkennen von selber, dass natürlich die Gefahr, dass wir uns wieder was in die Einrichtungen holen, immer größer wird. Deshalb würde ich das nochmal verstärken, was Herr Berg gesagt hat. Wir müssen jetzt es schaffen, wieder unsere Teststrukturen in den Einrichtungen aufzubauen, dass wir zweimal die Woche zumindest in der Einrichtung mit unseren internen Kräften, die wir ja ausgebildet haben, haben wir unheimlich viel. Wir haben über 150 Leute, die selber Tests durchführen können, dass wir mit den Kollegen es wieder schaffen, eine Teststruktur aufzubauen, aber auch durch die externen Kräfte, durch das Team Duchat, sage ich mal, dass wir die dazu steuern, da wo das nicht so leicht ist. Und dass wir das dann ergänzen durch die Selbsttests, die Kollegen selber durchführen können. Dass sie zu Hause einen Test durchführen können, wenn sie das möchten, damit sie auch für sich ein gutes Gefühl haben, okay, ich gehe an die Arbeit und bringe nichts mit in die Einrichtung. Das geht leider nicht für die Kollegen, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen. Die müssen das Angebot in der Einrichtung wahrnehmen, da kommt keiner drum rum. Da wird es also auch eine Testpflicht geben, die wir dann auch umsetzen müssen und nachweisen müssen. Und das ist so unser Fahrplan für die nächsten Tage und Wochen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder eine etwas größere Sicherheit haben, wenn nämlich die Boosterimpfungen abgeschlossen sind in den Einrichtungen.